Mein Hermann Nitsch, und was Sie hier sehen, ist eines seiner berühmten Schüttbilder. Nun, was ist ein Schüttbild? Wie der Name schon sagt, ganz einfach, der Künstler hat Farbe auf einen Bildträger aufgeschüttet, wobei er im Gegensatz zum sogenannten Drip Painting, wie es ein Jackson Pollock in Amerika gemacht hat, das Ganze außer Kontrolle des Künstlers passiert. Das heißt, Jackson Pollock hat einen dünnen Farbauftrag gemacht und hat versucht, noch die Konturen des Bildes zu beeinflussen. Hier bei Hermann Nitsch ist alles mehr oder weniger dem Zufall überlassen. Worum geht's bei Hermann Nitsch? Er ist bekannt geworden für sein Orgien- und Mysterientheater. Und ihm geht es darum, dass er ein ganzheitliches Kunsterlebnis bewirken möchte. Die Farbe hier ist rot und man sieht, das Rot ist da wirklich ganz, ganz stark aufgetragen und man sieht da hier noch diese Spuren, wo diese Farbe herunterrinnt. Die Farbe Rot hat einerseits natürlich die Symbolik von Sinnlichkeit und Erotik, aber bei Hermann Nitsch ist das immer wieder ein sakraler Hintergrund, der bei ihm durchkommt, und die Farbe Rot verweist auch auf Tierblut. Tierblut auf einem weißen Laken, Tierblut auf einer weißen Leinwand, wie man sie hier sieht. Das Ganze ist, wie ich schon gesagt habe, sakraler Hintergrund und verweist auf die Passion Christi und in dieser Hinsicht auch auf die Messliturgie, wo ja in Form der Kommunion diese Hostie zum Leib Christus verwandelt werden soll. Mit seinen Aktionen will Hermann Nitsch einerseits diese Passion Christi zum Ausdruck bringen, andererseits knüpft er aber auch an vorchristliche Opferrituale.